Ja, moin und herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Teil der Serie Rakete. Seid gegrüßt. Dies wird definitiv wieder ein Tutorial, nachdem ich das letzte Video dann auch geprüft habe und es hier lädt genau jetzt gerade hoch. Haben wir es geschafft? Die Rakete läuft. Einen Fehler noch finden. Das machen wir eben. Nicht den Fehler, wir müssen trinken, sondern den Fehler, wir müssen. Was tun? Processing 2, ja gut. Sorry, dass wir das schon wieder machen müssen, aber wir hatten es ja angelassen. Ne? Immer rennen. Komm, wir machen mal Licht an. Licht ist immer gut. So. So. Der Fertilizer. Gut. Wunderhervorragend. So, wir wollten eigentlich nur was trinken gehen, ne? So. Was wollen wir machen? Wir machen noch mal ein bisschen Pommes. Wir pflanzen noch mal schnell 10 Tomatoes an und machen uns gleich hier vorne. Das ist übrigens ein Hydroponics Device und das sind Hydroponics Trays alles, ne? Deswegen sieht das vielleicht da anders aus als bei anderen Tomato Seed. Das Licht ging nämlich jetzt an, weil ich. Oh, hier sieht es auch anders aus, schön. Weil ich hier, immer wenn ich das Device, wenn hier was angepflanzt ist, dann danach wird es Licht gesteuert. Ja, so, gut. Weil ich brauche leider Nahrung, bevor ich hier dennoch verhungere. Nichtsdestotrotz bleiben wir jetzt im Fokus Rakete. Nach der Prüfung des letzten Videos habe ich noch letzte kleine Mikrofehlerchen festgestellt. Um das Ganze wieder zu schönen. Guck mal hier, Silo 1 haben wir nämlich gekickt und Silo 2 haben wir gekickt. Die beiden haben wir gekickt. Die gibt es nicht mehr. So. Den Rest lassen wir alles so. So, jetzt lass uns mal noch kurz gucken. Ne, die beiden, die gab es nicht mehr. Das ist mir dann hinterher aufgefallen. Und da dachte ich mir, Mensch, das musste man noch ändern. So smarte Codes wie nur möglich. Ja, smart und schick. Sollen schicke. So, und dann ist mir noch was aufgefallen. Vielleicht finde ich es wieder, vielleicht finde ich es gar nicht wieder. Die letzten kleinen Blitzfehlerchen, die ich denn da so gesehen habe, ey, warum machst du den Kram überhaupt? Ne, da hatte ich nochmal verkackt. Hier hatte ich vergessen, Silo Rakete dran zu schreiben. Das war aber nicht das, was ich unbedingt. Ach so, hier mit diesem. Jal Not aus, Jal Not aus. Wir machen einmal hier Jal Not aus. Ja, und haben hier Startreise und. Achso, nee, das war komplett korrekt. Und haben hier den Jal Not aus, weil der hier eine Schleife fährt und hier Start der Reise macht. Das ist okay so. Das haben wir alles richtig gemacht. Ansonsten haben wir diesen Code im Let's Play besprochen. Ich werde jetzt hier dann auch nichts nochmal zu sagen. Let's Play Folge 10. Ja, da könnt ihr dann nochmal diesen Code, aber das ist ein langatmiges Video. Ansonsten hier, der Code funktioniert. Wir haben ihn getestet. Dort, es ist am Ende der Folge, könnt ihr vielleicht durchspulen zu sehen. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Mit dem Not aus, mit allem Pipapo, wie sich das hier hört. Das war okay. Ne, jo. Und dann ist es so. So, habe ich hier sonst noch was? Hier haben wir ja, wie gesagt,
Den Define, den müssen wir jetzt noch gemeinsam wieder hinstellen. Ich stelle ihn wieder auf 400. Wir definieren ihn wieder auf 400, weil 400 ist okay. Ne? Das passt. Wir können ja nochmal Blitz für die, die sich jetzt die Folge 10 nicht anschauen wollen, weil das eben Let's Play ist. Machen wir nochmal ein kleines Blitzformat, wenn man so will. Wir stellen ihn mal auf 25, lassen die Rakete noch ein bisschen starten, landen hin und her. Können in derweil seinen Kompagnon nochmal besprechen, den Boden. Und dann geht jetzt seinen Gang. Also heute, den geht es um die anderen Codes und die kommen dann heute definitiv online. Für euch zum Runterladen, dann könnt ihr das genauso bauen, wie ich habe. Wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt oder so, sagt mir Bescheid. Kriegen wir auch schon irgendwie hin. So, ansonsten, ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie noch irgendwas verkackt habe. Ich denke mal, wir haben an alles gedacht. Ich hoffe, wir haben an alles gedacht. Ja, so, hier ist die Geschichte. Dip, 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 dip. Ah, das Display darf sich ruhig einschalten. Das Display darf sich ruhig einschalten. Wenn du hier initialisiert bist, die Display-Geschichte, das Display darf sich ruhig automatisch einschalten. Das heißt, im Init ist es so, nee, in der Bereitschaft ist es so, wann schaltet sich eigentlich das Display ein? Display, wann schaltet sich das ein? Ausschaltet sich das ja. Wann schaltet sich das ein? Eigentlich kann ich es hier im Init ja einschalten lassen. So. Ah ja, hier. Die haben wir auch rausgekickt, ne? Gibt's nicht mehr. Ja. So, im Initialisierung Set DPR Modus on 1. Confirm. Und ganz wichtig für mich immer, die Schrauben. Die Schrauben anpassen nach dem Ist-Zustand. Wir stellen jetzt unsere Schrauben auf No Device. Oh, habe ich die falsche Richtung gewählt? No Device. Hier gehen wir mal andersrum. No Device, das klingt ja besser. No Device und No Device. Ja, weil wir brauchen es ja nicht mehr. So, dann drücken wir hier auf erstmal L und dann drücken wir hier auf E und dann drücken wir hier auf Export. So, dann schalten wir die Anlage ein und das Display schaltet sich mit ein. Ja, er hat sein Fuel erreicht, ist quasi in Bereitschaft. So, wie die Rakete funktioniert, wissen die meisten, denn also das wissen alle die, die Folge 10 gesehen haben. Ansonsten müsst ihr mir jetzt vertrauen, die funktioniert. In Folge, oh Gott, welche waren denn das? In Folge 8 habe ich es ja auch gesagt, ne, wie die funktionieren soll. Und jetzt funktioniert sie so, wie das eben ist. Die Leute, die eben keinen Bock haben auf Let's Play, zack, los, ah, Stufe 1, Stufe 2. Feuer frei. Wunderbar. Wunderbar. Geht auch nicht in Störung. Wir haben also alles, was wir rausgelöscht haben, ist super okay. Ja, die beiden No-Devices hauen hin. Ja, 5, 6 und so weiter. Wir haben jetzt hier das definiert auf 25. Ja, die Berechnung haut sofort hin. Wunderbar. Klasse. Bin ich zufrieden mit. Ne? Also man kann es dann so spielen, dass er sagt, okay, ich nehme die absolute Berechnung, die er eben hat. Oder ich definiere eben selbst, wie viel er mitnehmen soll, indem man jetzt eben Define nimmt oder eben das Load Batch, was wir mit dem Hashtag erstmal deaktiviert haben. So, 25 sind am Start. Ja, Status 5 ist erreicht. Rakete kommt wieder, entlädt sich und startet wieder hoch. Gut. Oh.
nochmal lauter für mich. Oh, Quatsch, leiser. Das ist immer krass. Ich meine, das Mikro ist... Ob das... Unterdrückt schon das meiste. Gut. So viel dazu. Es soll ja, wie gesagt, in dieser Folge um Codes gehen. Zack, 0 und so weiter. 3, 2, 1 und... Tschüss. Bist du? Meine Anlagen sind hoffentlich losgelaufen. Ja. What a Krach. So. Gut. Perfekt. Freue ich mich. Diese Anlagen sind an. Diese Anlagen sind auch an. Auch wenn wir jetzt hier kein Erz gesehen haben. Quatsch, keine Endbremse. Bumm. Ja, wunderbar. Haben wir die Tür wieder nicht zugekriegt? War ja, aber klar. Gut, Rakete fliegt hier jetzt nicht mehr los. Gut. Kommen wir jetzt zu dem Kollegen Bodensteuerung. Haben wir noch gar nicht reingeguckt so richtig. Bodensteuerung. Bodensteuerung ist die Steuerung, die das alles steuert. Wunderbar. Er ist hier im Ready-Mode. Kann er auch sein, weil er ist im Ready-Mode. Ist komplett okay so. Weil hier 3 ist an, Ready-Mode. Wunderbar. Wie das funktioniert. Er hier ist auch im Plus. Ja. Wunderbar. Läuft. Gut. So. Rakete haben wir abgeschlossen. Ich drücke hier nochmal auf Export. Safety first. So. Gehen wir zum Kollegen Bodensteuerung. Import. Kollegen Bodensteuerung. Was macht die Bodensteuerung? Diese Bodensteuerung ist so ein kleiner Energiespargeschichte. Der schaltet hier nämlich den IC Rakete ein und aus. Der macht hier meine beiden Switches. Ja, Switch ein und hier zufolge dem Switch Automatic. Er steuert natürlich alle verknüpften ICs, haben als Schraube den Memory-Modus. Das ist ein Memory-Baustein aus den Logo-Modulen. Das ist meine persönliche Verknüpfung von IC-Bausteinen, weil ich in diesem Memory mehr darstellen kann und den kann ich auch von verschiedensten ICs ansprechen. Und jeder hat quasi seine Nummern, die er abarbeiten soll. Wichtig ist, dass dass nicht zwei Nummern hintereinander von dem gleichen IC-Baustein abgearbeitet werden sollen. Ja, und wenn doch, ne, dann ist es quasi ein Zwischenschritt, damit ein anderer IC-Baustein was anderes macht, wenn IC-Baustein 1 bei irgendeinem Produktionsstand angelangt ist, dass IC-Baustein 2 eben schon ein Signal kriegt, du musst jetzt dies und das und jenes machen. Hier bei der Rakete ist es aber so, ich habe hier mehrere Modi so und den Modus 1 kann nur ein IC setzen. So, ne, IC 1 setzt quasi den Memory Modus 1, ja, und nur und IC 2 übernimmt denn, wenn Memory Modus 1 ist, dann macht IC 2 seine Arbeit und setzt den Modus dann beispielsweise um auf die 2. Also IC 2 setzt den Modus um auf die ne, auf 2 und dann wissen alle anderen ICs, okay, bei dem und dem Modus ist das mein Job. Ne? Oder eben auch nicht. Das ist hier super gut zu erkennen. Wir haben hier nicht viel. Kurzes Programm. Ja? Wie gesagt, die beiden Schalter werden von hier geregelt. Hier habe ich denn 3 ICs, die einfach nur Energie sparen und ich habe hier einen Modus. Ja? Ich setze einfach nur, das ist einfach nur, eigentlich bräuchte ich nur die 3. Wenn ich sage, scheiß auf Energie. So, hier kurze Variablen. Hier, immer wenn er am Start angekommen ist, soll er eine Folge abwarten. Weil hier endet alles auf Start. So. Und dann ist es eben so. Wir haben hier tatsächlich bis Modus 9. Ja, BEQ 8 ist der Notaus. 8 ist Notaus. Ist Start. Start. Ist das sein Programm hier?
stellt er seine Arbeit ein und ist hier im Start. Ja, es führt nichts ein, nichts aus, nichts hin, nichts her. Start. Alle anderen Modi sind für ihn reine Abfragemodi. Nur zwei nicht. Nur Modus 2 ist kein Abfragemodi. Ja? Ne? Aber ansonsten jallert da immer in die Abfrage rein. Jallert, Passial, Jump and Link, ne? hätte man auch so lösen können, aber ist egal. So, die Abfrage ist immer dann, hat sich am Schalter was geändert. Ja? Dann hier die kleine Berechnung dazu, ne? Wir lesen immer Setting aus. Ein oder Auto, ne? Beide zusammen sind der 0 oder 2. So, und bei 1 ist BEQ1. Ne? Hier sage ich schon, hier frage ich nur diesen einen Schalter ab. Weil Auto interessiert nicht bei 1. Ja? Wenn entweder sind sie beide 0. Oder sie sind beide 2. Dann gibt es eine Änderung. Oder ein ist ein. Wenn Auto ein ist, ist drauf geschissen. Ja? Dann fragt er halt nochmal. Und dann immer wieder. Ne? Also geht er wieder zu Start und macht immer wieder sein. So. Hier setzt er den Modus 6. Modus 6 heißt tatsächlich herunterfahren. Das kommt tatsächlich von ihm hier. Modus 6 ist sein Job. Herunterfahren lassen, die Kiste. Wird von ihm gesetzt. So, ansonsten hier, wenn er das Off-Signal kriegt, woher auch immer er das kriegt, dann ist auf Off. Hier abschalten. Load Mo Mem Modus Setting. BQ Modus 1. Ja, das heißt, er liest aus und wenn er Modus 1 hat, dann geht er auf Abschalten. Wunderbar. Ne? Also kurz und knapp, ich erkläre euch das jetzt alles hier nicht so ganz so detailliert. Man sieht ja, was ich hier getrieben habe, ne? Das ist auf jeden Fall meine Bodenstation. Eigentlich sind es nur die Bandschalter. Hier ist noch eine Menge Platz für anderes, aber hier sind ganz wenig Schrauben frei. 150 Watt Ersparnis bringt mir dieser IC-Baustein hier. Ist okay, wenn er nicht da wäre, dann wüsste ich ja auch nicht. Dann müsste ich irgendwo hin mit den Schaltern. Ja, weiß ich nicht, ob ich die jetzt hier noch in Rakete drin kriege. Ne? Eigentlich bin ich ja in dem Fall, ich köpfe ja immer links, weißt du, also muss ich ja rechts köpfen. Gut. Ja, wisst ihr Bescheid. Also, das ist einfach stumpfste, einfache Geschichte. Ihr braucht hierzu einen Memory-Modus, die drei ICs, die den Rest steuern, fertig, erledigt. Bei mir heißt das IC-Rakete. Wenn ich jetzt die Namen noch, Rakete 1, Rakete 2 gibt es nicht mehr. Eigentlich für euch wäre es schlau. Rakete 1, ich schreibe es mal dran. Ne? Rakete. Rakete 2 ist. Rakete 2. Da muss ich nochmal gucken. Leute. Da muss ich nochmal gucken. Confirm. Da muss ich nochmal gucken, was Rakete 2 ist. So, wir sind immer noch bei Bodden. Bodden, wie oft ich die schon zu aufgemacht habe. So, SW-Rakete. So, Rakete ist IC-Rakete, ist hier Rakete. Ist hier, da steht auch noch Rakete 1. So, Rakete 2 ist eigentlich Rakete tanken. Ist Rakete tanken. Der letzte ist IC-Display geworden. So, das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ist IC-Display. Und das ist eigentlich tanken. Und das ist eigentlich nur Rakete. Das ist nur Rakete. Das ist IC. Tanken
Ja, ich muss das leider gleich haben. Und das ist IC-Display. So, wisst ihr Bescheid. So, und hier, es gibt nur Rakete. Es gibt Tanken. Und es gibt Display. So. Meine Kontrolle. So. Ja, geil, haben wir es schon. Jetzt ist es auch richtig beschriftet. Okay, confirm. Confirm IC Boden. So. Jetzt gehen wir hier nochmal auf Edit. Library. Die Geschichte. X. Und X. So. So, create a new. Symbolbar. Boden. Symbolbar Rakete Boden. Schalter und Status Steuerung Energiespar. So, confirm. Und auf nach Steam. Publish. Nur für euch gibt's das komplett. So, Updating complete. Confirm. Nochmal Exit. Nächsten Code. So, Rakete hatten wir schon. Rakete Import. Edit. Jetzt kriegt ihr offiziell den Raketencode. Create a new. Symbolbar. Rakete Steuerung. Steuerung der automatischen Rakete. Überarbeitet und durchgetestet. Jetzt haben wir vergessen, das Saatgut einzusammeln. Mist. Naja, ist egal. Überarbeitet und durchgetestet. So. Confirm. Publish. Für euch. Gut. Freue ich mich. So. Jetzt, liebe Freunde, wir gucken mal kurz. Oh, der Timer, wie 23 Minuten, das ist hier Buben. Chakalaka. Rucki zucki ist die Zeit verbrannt. Naja. So soll es sein. Also ich krieg das gar nicht mit. Also wenn ich hier im Programmiermach-Tu-Modus bin, dann ist empty. So, Rakete tanken, Import. Rakete tanken. Hier, Turbo, einfach nur aus eurer Treibstoffanlage. Keine Ahnung, wie viel es ist und so weiter und so fort. Das bezieht sich nur auf, das ist das, was im Rohr der Rakete ist. Und das ist die Turbopumpe dazu. Die ich auch schon mal umdrehen wollte, weil das schicker ist. Aber wenn ich sie umdrehe. Wollen wir das? Ja, komm. Jalla. Schraube einstellen, weil wenn wir da eh schon umherfummeln, dann können wir das auch mal dann gleich machen. Aus meiner Sicht. Auch wenn die Zeit hier rast, wie Sau. Ne? So.
Gut, das war's nämlich. Na, wir wollen jetzt hier mal nicht direkt ersticken, wa? Wir haben noch keine Zeit. Gut, gut. Ah, Mister, beschwer dich. Aha. Mister Beschwerde. Mister Beschwerde findet seine Pumpe nicht. Oh. Wir benennen sie später um, okay? TP-Fuel-Rakete. Die heißt bestimmt irgendwas mit, oder auch mit TV Turbo. Turbo Volume Pump Gas. Genau. Turbo Volume Pump Gas. Hat schon mal eine Einstellung gemacht. Ja, wunderbar. So, jetzt gehen wir hier auf Edit. Gehen jetzt schnell durch. Hier TP Fuel, wunderbar. Hier Rakete, wunderbar. Also es ist nochmal so eine Geschichte. Wir lesen aus der Rakete noch ein paar Dinge hier aus, die wir denn für unsere Geschichte brauchen. Da frage ich mich, warum lesen wir hier was aus der Rakete aus? Welcher Grund könnte das denn sein? Weil alles, was wir aus der Rakete auslesen, könnten wir auch aus dem Badge erfahren. Ja, ist ja auch totaler Wurscht. Ja, diese ganzen Quark, das ist so ein bisschen ja alte Zeit. Ja, habe ich nicht geändert, weil wir kleine Codes, ne? Kleine Codes, war mir das egal. So. Der IC ist eigentlich nur dafür da, die Rakete auf Sprit zu halten. Ja, ihr habt hier wieder den Memory-Modus. Der übrigens hier, das ist er. Das ist der wichtigste Memory, den ich besitze. Darauf greifen alle ICs eben auch zu. Ja, haben hier unsere Turbopumpe, haben hier unseren Switch-Not aus, den wir hier auch einlesen. Ah. Da frage ich mich natürlich, warum? Weil, wir lesen ja den Memory-Modus aus. Da brauchen wir den Switch-Not aus ja nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Totaler Nonsens, was wir hier schon wieder treiben. Guck mal hier, BEQ-Modus 8 Einschaltung. Einschaltung. Wisst ihr, was wir hier machen? Mit dem En schalten wir mit dem En schalten wir den Not aus ein. Und Kollege R hier ist dafür verantwortlich, den Notaus wieder abzuschalten. Er ist der Kollege, der den Notaus wieder abschaltet. Deswegen brauchen wir hier den Switch Notaus. Gut. Haben wir das auch rausgefunden. Einer schaltet das ein, der andere schaltet das ab. Und somit haben wir das erreicht, was wir wollen. Weil er schaltet nämlich um von der 8 auf der 9. Haben wir ja da unten gesehen. So, er hier sagt, dass wir das auf 15.000 halten. Ja, wir halten das Rohr auf 15.000. Den Treibstoff halten wir auf 12.500. Hier setzen wir auch die TP Fuel auf 1.000 jeweils. Beim Füllen und beim Leeren. Hier haben wir Mode 0 und Mode 1, was die Richtung ist. Ja, und hier haben wir nochmal Stopp. Hier setzen wir auch auf 1000, nur weil wir es können. Gut, ja. Library, gar nicht großartig drüber nachdenken. Achso, jetzt müssen wir das wieder ausmachen. Klack und klack. Und zwar machen wir jetzt hier Create a New. Bulba-Rakete Treibstoff. Treibstoff. Also meine Raketensteuerung funktioniert so. Man könnte noch Optimierung vornehmen, aber ich denke nicht so viel. Steuerung der Tankanlage. Anlage. Confirm.
Publish. Bitte schön. Ja, confirm. Wunderbar. So. Dann haben wir noch meine Anlieferungs... Wir gehen erstmal auf Display. Display ist ein super einfacher Code. Der macht jetzt auch wirklich nicht so viel, außer nehme die Menge X und zeige sie an. Mehr macht er ja auch nicht. So. Edit. Hier machen wir mal noch was. Und zwar habe ich meine Display-Einstellung so aufgebaut, wenn eine 0 ist, schalte dich bitte ab, weil es eine 0. Kein Bock. Ich hier kein Bock. Habe ich nicht. DP-Menge. Ist für mich DP-Fuel. Was haben wir hier? Ratio? LBV-Ratio. Ah! So, was das ist? Ist hier Silo-Rakete. Aktuell für mich ja, für mich ist es ja generell uninteressant. Weil wir haben ja jetzt eine gute Prozentregelung. Wisst ihr, was wir damit machen? Von 0, fertig, aus die Kiste. Mir fällt bestimmt noch was ein, was wir da anzeigen wollen. Display. Ohne Funktion, Klammer auf, ganz links, Klammer zu. Ihr kriegt den Code ja trotzdem. So, und hier mache ich, Menge mache ich vom Fuel abhängig einfach. Wenn Treibstoff drin ist, dann ist okay. Eigentlich braucht ihr das ja mit den ganzen Displays gar nicht. Ihr könnt euch ja anzeigen, was ihr wollt. Das ist kein wirklich wertvoller Code jetzt. Also, ihr könnt ja pausieren und das, was ihr wollt, abschreiben. Ne? Aber ihr könnt ja bei euch das anzeigen lassen, was ihr gerne möchtet. Hier ist es zum Beispiel auf Fuel. Variable Fuel. Das ist hier. Den Code haben wir jetzt so oft eingetippt, immer noch. Silo. Rakete. Das ist die Menge. Ja, genau, das ist die Menge. Und hier könnten wir noch anzeigen, die Return. Wie viel braucht er noch bis zum Return? Das machen wir mal auch noch fix. Die Zeit rennt hier wieder, aber es nutzt nichts. Ich hab ja auch Bock, wa? Tab, 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 tab. Automation, Rocket Modul, Automation. Die Zahl stimmt übrigens immer nur dann. Ich kontrolliere immer, wenn ich hier unten dieses Orange sehen kann, dann kann ich auch die Nummer nehmen. Ne? Ist ganz einfach so. Ich bin schon ein paar Mal reingefallen. So, wir wollen Return Fuel Cost. Return Fuel Cost. Und zwar, wir haben Fuel, wir haben das Ratio, DP Ratio. Das heißt ja nicht, es ist gut, es heißt noch DP. DP
You will mean. GP Fuel Mean. Und das heißt auch GP Fuel Mean. Nein, das können wir gleich ganz rausnehmen. Das ist vollkommener Quatsch hier. Ja. 6. 5. 4. 3. So, und dann packen wir hier in da, packen wir mal LB, V, Fuel Mean, V, Fuel Mean. Minus 505 333 199. Nein, nicht. Wir haben hier eine ganz andere Zahl. Das ist nämlich der Fuel Tank von der Rakete. 312. Return Fuel Cost heißt es. Return Fuel Cost. Summ, ganz wichtig, beim Badge immer die irgendwie Summ, Emirates, was auch immer wollt, ne? Steht hier links in der Funktionsliste. So. Set. DP. Fuel. Mean. On. DP. Fuel. On. DP Fuel Mean Color auch 3. Nee, ja, was für Color? Color nicht merken. Was nehmen wir? White? Ist eigentlich, nee, ja, die Menge ist dazwischen, ne? Die Menge ist dazwischen. Menge ist dazwischen. Haben wir Pink? Ja, Pink haben wir schon. Purple. Wir nehmen Color 11. Color 11. Wir nehmen Pople. Set. DP Fuel Mean. Heading V Fuel Mean. Würde ich sagen. Display. Return Fuel Ghost. So, confirm. Ne? Also ich bin ganz fest davon überzeugt. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das nervt. Was schaltet denn jetzt hier? Warum ZDP Fuel on? ZDP Menge on? DP Fuel, ihr habt das bestimmt schon gesehen. On. So sieht's nämlich aus. Ah, die Ruhe, die Stille, ne? Ich habe die vordere mit der hinteren Variable vertauscht. So, das sind wir durchgegangen. Wie gesagt, macht da auf Pause. Da müsst ihr selber wissen, was ihr angezeigt haben wollt. Ich habe jetzt hier in Purple habe ich angezeigt. Das ist jetzt das Mindeste an Fuel, was wir brauchen, um zurück zur Basis zu kehren. Das variiert natürlich. Hier sind es immer schön, sich Werte anzeigen zu lassen, die auch variieren. Für Fixwerte habt ihr Schilder oder sowas in der Richtung oder was auch immer.
Ne? Das heißt, je weiter die Rakete weg ist, desto höher ist der Wert. Jetzt, wo wir den Wert kennen, können wir nachher auch mal testen, indem wir einfach den mal 10 oder mal 20 oder mal 30 nehmen, ob unsere Notfall-Treibstoffreserve-Schaltung funktioniert. Ja, weil jetzt weiß ich ja, dass es 500 ist. So, IC-Anlieferung. Import. IC-Anlieferung werde ich euch definitiv zur Verfügung stellen. Das ist eins mit der wichtigsten ICs. Hier haben wir diese ganze Count-Geschichte. Hier habe ich noch einen kleinen Dick drin. Ich habe hier erstmal Licht vom Raum drin. Und Vakuum. Ja, das ist einmal eine Tür und das ist einmal Vakuum von Raum. Das müsst ihr denn natürlich rauslöschen oder ihr macht damit Licht und Vakuum. Bleibt ihr euch überlassen. Ja, aber das wären so überflüssige Schichten. Da macht ihr hier Avent Raum müsst ihr rausnehmen und die Tür müsst ihr rausnehmen. Ja, und demzufolge das Licht. Ja, und das weg. Weg. Ja, das müsst ihr quasi rauslöschen hier, also diesen Part und das, was ich eben oben genannt hat. Und dann Rest ist aber wichtig. So, hier, YAL-Abfrage. Hier werden die ganzen Maschinen alle abgefragt und die ganzen Berechnungen alle gemacht. Und danach schaltet der Maschinen ein oder aus. Er ist es nicht. Maschinen ein, aus. Ja, hier ist nochmal so eine kleine Berechnung. Ich weiß jetzt ja nicht mehr, was das ist. Was ich jetzt weiß, wir können noch die Lampen machen. Die werden bestimmt von hier gemacht. Hier sind bestimmt die Lampen. Hier, zack, LED, zack, LED. Maschinen aus, Maschinen ein. Und für. Wir sehen ja, fette Null. Scheiß Leiter. Ja. Und die Lichter sind auch aus. Kein Licht heißt, hat funktioniert. Ja. Zauberst. Nicht gut? Gut, ja. So, ist auch auf Null. Passt jetzt, auch mit den Counting-Geschichten. Ihr seht ja, wie ich das in Folge 9, 8 oder 9, wie ich das mit den Counts rausfinde, welcher jetzt einen falschen Account, also einen falschen Zählerstatus, Count-Status hat oder eben nicht. Da seht ihr es ganz genau, wie ich mache. Guckt euch da nochmal drüber, wenn ihr das nicht genau wisst, falls ihr mit dem Account Ärger habt. Ich habe jetzt keinen Ärger mit dem Acker, Quatsch, mit dem Zählwerk. Zählwerk ist, wie jetzt zu sehen ist, rechts auf 0. Und damit ist es in Ordnung. Ja, und ansonsten guckt es euch einfach an. Ihr müsstet denn die Anlieferung aber so aufbauen, wie ich sie aufgebaut habe. Hopper, Ice Crusher. Mindestens ein Sorter, also auch der Splitter-Sorter ist auch egal, weil wir das im Batch machen. Die Ice Crusher machen wir, glaube ich, auch im Batch, jawohl. Und ja, das STB-Silo, eigentlich könnten wir noch hier die Aliase daraus knallen. Alias STB-Silo, Alias Eistrenner und so weiter und so fort. Da wir das jetzt über Zähler machen, könnt ihr hier noch die Schrauben wieder rauslösen. Ja, die Schrauben, wir gucken uns die kurz an. Die Schraube könnte weg. Die Schraube könnte weg. Macht überhaupt keinen blassen Unterschied. Nee, die Schraube Eistrenner, da kann nicht weg, aber die Schraube SDB-Silo kann weg. Haben wir eigentlich irgendwo SDB-Silo verwendet? Wie heißt die Schraube ganz genau? SDB-Silo, so heißt die Schraube richtig. Ja, hier unten haben wir STB-Silo. Aber hier könnte man auch das im Batch schreiben, ne? Also das ist jetzt, das könnte man auch im Batch schreiben, das könnte man im Batch schreiben. Man braucht die immer dann Schraube, wenn man dort einen Slot ausliest. LB. Guck mal, hier habe ich schon im Batch geschrieben. Ja? Also die Schraube könnte man nochmal entfernen, den Wert ja um einfach hier, da rein und Abfahrt. Hier, ich habe on und on. Geil, ne? Wir setzen das mal eben noch richtig auf off. Ne, ich habe es hier noch nicht im Batch geschrieben, da ist er. So, confirm.
Nochmal Export und Library. Hey. Create a new. The Bulba Rakete Annahme. Steuerung der Annahme von Re. Oh, jetzt bin ich zu doof, Alter. Wie wird Ressourcen hier geschrieben? Ressourcen. Ist so richtig geschrieben? Boah. Ja. Englisch mal jetzt nicht. Von Ressourcen. Und der weiteren Verarbeitung. So. Ja. Finde ich gut. Confirm. Und ab zu euch, würde ich sagen. Damit habt ihr, was ich hab. So, hier ist noch wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Das war's ja noch nicht. Confirm. Nach die Zeit, 46 Minuten. Wir machen hier mal eine gute Viertelstunde draus. Coden ist echt immer, dauert, ne? Leid. Wir haben ja noch die drei verrückten Kollegen hier, ne? Die damit so ein bisschen ab. Wir haben hier ein Memory. Memory, Status, Sortierung oder Sortierkeller oder wie auch immer. Bei mir heißt es Sortierkeller. Das ist die Übergabe zwischen der Anlieferung und der Kellersteuerung. Da ist nochmal wieder Memory entstanden, der die Kommunikation zwischen den Anlagen tatsächlich herstellt. Das heißt, ich habe euch hier diese ganzen, sind wir alle durchgegangen, das ist okay so. Okay so, hört sich mal an wie Käse. Das ist Käse. Sondern ihr braucht ja die anderen noch. Also wenn ihr das wirklich 1:1 so aufbaut wie ich, dann seid ihr dazu gezwungen, weil solange diese Maschinen hier nicht fertig sind, ist das Silo oben nicht leer. Und wenn das Silo oben nicht leer ist, dann haben die Maschinen eigentlich keinen Grund auszumachen. Weil ihr wollt ja die Ressourcen haben. Die Ressourcen sollen hier ausgespuckt werden. Und das geht erst, wenn diese Maschinen fertig sind. Und diese Maschinen brauchen ja immer länger als die anderen Maschinen. Das heißt, wir haben hier... Oh ne, das ist ein Sortiercomputer. Wir haben hier... den ICARC61... So, wir nehmen ihn mal rein. Das ist ein reiner Arc-Furnace-Steuerungs-IC. Der hat nur eine Aufgabe. Und zwar, sobald er sieht, deswegen sind auch alle Schrauben belegt, ja, und ich konnte hier Nickel, ich habe hier Nickeln genommen und Golden, weil Gold ist auch Englisch und ist ein Eigenbegriff. Ne? Ja, da habt ihr selber gesehen. Deswegen Golden. Er liest hier den Slot, Load Slot von R0, Eisen, Slot 0, belegt. Wenn ja, schalte die Maschine an. Aktiviere die Maschine. Fertig, erledigt. Ja, solange im Eingang was ist, halte das ein. Wenn nicht, schalte das ab. Dasselbe mit Kupfer, dasselbe mit Gold, also für jeden Arc Furnace. Das ist einfach, einfach. So. The Bulba. Es gehört aus meiner Sicht noch mit zur Rakete. ARC. Furnace. Sechsfach. Stand alone ARC Furnace Steuerung. Diese Steuerung könnt ihr generell auch für euren Standalone Arc Furnace nehmen. So.
sechsfach. Ja, also wenn ihr einen einzelnen Arc von Ace habt, dann löscht ihr hier die ersten raus und nimmt nur den einen, zack, und dann euer Arc von Ace, sobald ihr da was reinschiebt, aktiviert er sich, brennt es durch, und wenn ihr am Eingang nichts mehr habt, ist es, ne? Ihr könnt ja auch eine lange Jut nehmen, und wenn ihr denn am Main wart, das ist eine unheimliche Erleichterung, dann knallt ihr, was weiß ich, Juts ran noch und nöcher, und dann geht es seinen Gang. So. Entschuldigt, da ist er wieder. Lautstärke hier einstellen. So. Ja, ich hatte eben kurz Besuch bekommen und ja, jetzt hatte ich euch das vergessen. Wir nehmen hier noch Zack. Der Publish. Und jetzt hauen wir das raus an euch. So, ich schneide das denn zusammen. Ihr habt das, es ist schon geschnitten. Ihr habt das quasi gar nicht mitgekriegt. So. Confirm. Das war der 61 und hier ist der 62. So. Jetzt, wir haben Gott sei Dank alles da. Zip. Schluck, 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 schluck. Macht er. Ist. Hat er auch gemacht. So. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen. Bisschen. So. Zwischendurch mal ein bisschen ein oder andere noch geregelt. So. Gucken wir uns Arc von S2 an, bevor uns das hier ewig und 3 Tage. Ich meine, gut, jetzt haha, 1 Minute dran. Ne, ist also quasi wieder neu. Hier ist der 7. Arc von Ace. Silizium. Ansonsten haben wir Sorta. Hier ist nochmal Energiespar. Zwangsstart und der Mem-Status von oben. Und der steuert das hier unten halt so ein bisschen, ne? Ein bisschen hier, ein bisschen da, bisschen warten noch. Hier ist so eine kleine Warteschleife. Wenn das ausgeht, soll das wirklich ausgehen und so weiter und so fort. Es funktioniert gut. Wie gesagt, hier ist der letzte. Dann haben wir hier die ganzen Sorter. Dann haben wir einen Zwangsstartschalter, den IC Arc 61, wie er bei mir heißt. Dass der IC auch abgeschaltet wird, wenn denn alles aus ist. So, und der Memory-Status von oben, quasi, den ich euch gezeigt habe, der da auf der Ecke sitzt. Auch hier das Programm stelle ich euch zur Verfügung. The Bulba. Rakete. Rakete. Sortierung. Steuerung. Steuerung der Sortieranlage. Und Haltung der Annahme. So, confirm. Und ab zu euch. Publish. Bam, 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 bam. Geht heute hier nur so raus. Gut, damit soll es das gewesen sein. Wir haben jetzt hier in der Kurzversion alles gemacht. Der Luftreiniger, der läuft komplett standalone. Da gehe ich denn nochmal drauf ein, wenn es denn soweit ist. Gut. Oh, wir haben hier die ganze Zeit Licht noch an. Brauchen wir ja nicht. Computer kann wieder aus. Und damit haben wir alles gemacht. Ja, sehr schön. Thema Rakete ist erstmal für mich vorerst abgeschlossen. Wir sind jetzt alles durchgegangen. Alle Codes sind online, on the air, für euch. Und jo, dann wünsche ich euch ein wunderbares Gelingen und bis zum nächsten Mal, würde ich so vorschlagen. Euer Sububa. Ciao.